Ein sauberes und kein freies Krankenhaus, sondern Handwerker, Gebäudereiniger, Stereoassistenten und Transportarbeiter. Wir sehen jeden Tag. Wir sehen jeden Tag, was in unseren Häusern los ist. Es macht uns furchtbar wütend, weil wir uns dafür verantwortlich fühlen und an dieser Scheißmisere aber gar nicht schuld sind. Es nützt nichts, neue Häuser und Abteilungen zu bauen. Übrigens mit unseren Gehältern finanziert. Man braucht ausreichend fachlich gutes und motiviertes Personal, um sie zu betreiben. Ihr bekommt euer Geld nicht dafür, Krankenhäuser kaputt zu sparen, sondern um die Gesundheit der Berliner und Berlinerinnen zu erhalten. Das ist nicht nur eure, sondern auch unsere verdammte Pflicht und Ehre. Wir geben jeden Tag unser Geld, unsere Gesundheit und unsere Kraft, um das genau das sicherzustellen. Aber wenn ihr glaubt, wir würden das einfach so hinnehmen, habt ihr die Rechnung ohne uns gemacht. Wir haben eure Versprechungen schriftlich und wir werden ihre Erfüllung einfordern. Heute ist eine weitere Stufe erklommen. Jetzt sind gemeinsame Aktionen keine Phantasmen mehr. Ab jetzt werden die Ausgeboteten und prekär Beschäftigten öffentlicher Hand gemeinsam in schöner Regelmäßigkeit oder auch Unregelmäßigkeit die Berliner Bevölkerung auf die sozialen Missstände in städtischen Unternehmen aufmerksam machen. Ihr habt keine Ruhe mehr für uns. Ihr werdet nichts mehr unter den Teppich kehren können. Wir fordern den TVED, TVC für alle Beschäftigten in der VSG und in der CFM oder zumindest einen festgeschriebenen Weg, der in Zukunft zu diesem Ziel führt. Wir fordern die Rückführung aller Bereiche und Mitarbeiter sämtlicher öffentlicher Tochterunternehmen in die jeweiligen Mutterkonzerne oder zumindest einen Weg, der in Zukunft zu diesem Ziel führt. Wir fordern mehr Personal in allen Krankenhausbereichen und zwar sofort. Zu diesem Zweck verbünden sich zurzeit nicht nur die Mitarbeiter der VSG und der CFM. Wir stehen zusammen mit den Therapeuten beider Unternehmen, der Pflege, den Betriebsräten, mit Verdi, der GEW, mit dem Gewerkschaftlichen Aktionsausschuss, dem Arbeitskreis gegen Deregulierung und prekäre Beschäftigung, dem Bündnis Berliner und Berlinerinnen für mehr Personal in den Krankenhäusern, dem Arbeitskreis Krankenhäuser der Linkspartei, der Agentur für Arbeitnehmerfragen in der SPD, den Musiklehrern, dem Botanischen Garten, dem Technikmuseum und meinem Enkel.